Hierzulande musst du so schnell rennen wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben willst. Guten Morgen, die rote Königin sprach diese Worte zu Alice. Der Alice im Wunderland, die im Nachfolgeband Alice hinter den Spiegeln sich wunderte, warum sie nicht vorankam, obwohl sie aus Leibeskräften neben der roten Königin hinterherlief. Warum wir Alice sind und warum wir aus Leibeskräften rennen müssen, um evolutionstechnisch dort zu bleiben, wo wir sind, das erfahrt ihr heute. Le Van Veelen, ein amerikanischer Evolutionsbiologe, kreierte nämlich die sogenannte Red Queen Hypothese. Nach den Studien von tausenden Fossilien kam er zu der Erkenntnis, dass das Aussterben von Rassen unabhängig ihres geologischen Alters konstant bleibt. Das bedeutet, es sterben ständig und konstant Rassen aus, die, wenn wir jetzt mal wieder ins Wunderland switchen würden, eben die Alice symbolisieren, die aufhört zu rennen. Es kann und es wird nach dieser Theorie nicht sein, dass alle Arten erhalten werden können. Im Gegenteil, es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass diese Arten aussterben oder dass Arten generell aussterben. Und wenn man das vermeiden will als eigene Art, als eigene Rasse, dann muss man sich anpassen. Es gibt nach seiner Theorie keine Gewinner, sondern nur Verlierer. Die aussterben. Denn die Gewinner, die müssen immer weiter rennen. Ne? Die haben keine Zeit, sich in ihrem Ruhm zu baden. Wer aufhört zu rennen und stehen bleibt, der stirbt aus. Ein evolutionäres Wettrüsten beginnt. Besonders offensichtlich ist dies bei Parasit-Wirt-Beziehungen zu erkennen. Der Parasit versucht mit immer neuen Waffen die immer verbesserten Verteidigungsanlagen des Wirts zu überwinden. Im Jahr 2014 sequenzierten Mikrobiologen 259 Genome, um die Evolutionsgeschichte des Bacterium Tuberculosis zu zeigen. Dabei wurde deutlich, wie sich dieses Bakterium immer weiter genetisch differenziert hat und wie der Mensch ebenso, man hat dies zum Beispiel mit dem Gen Granulysin zeigen können, darauf reagiert. Mittlerweile stehlen wir ja sogar die Waffen anderer Arten wie das Penicillin von den Schimmelpilzen, um uns noch besser zu schützen gegen unsere Feinde. Aber auch unsere Feinde laufen immer weiter und auch wenn wir Feinde besiegt haben, so kommen immer neue hinzu. Das bedeutet, auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen, dass wir vom Affen abstammen, müssen wir uns auch weiterhin immer weiterentwickeln. In 2 Millionen Jahren wollen die Menschen unter Garantie auch nicht wahrhaben, von was für einem herzlosen und, einer herzlosen und barbarischen Spezies sie abstammen, die ja, damals auf der Erde sich die Schädel und die Schädel von Lebewesen eingeschlagen haben aus irgendwelchen Gründen, weil sie sich da abgegrenzt haben und sagt, wir sind Deutsche und wir sind die der islamische Staat und in 2 Millionen Jahren dann schaut nee, von dem stammen wir nicht ab, genau wie wir jetzt sagen, und nee, vom Affen da stammen wir nicht ab, ne? Video zur Abgrenzung unbedingt oben gucken. Bakterien und Viren stellen gerade im Zeitalter der Antibiotikaresistenzen und der Kommerzialisierung des Gesundheitswesens eine große Gefahr dar. Das bedeutet, wir müssen unser Verhalten ändern. Wir müssen ja alles an Verstand nutzen, was ist, um ja nicht den Anschluss zu verlieren. Wer denkt, wir sind die Herrscher der Welt, der schaut nicht richtig hin. Ratten und Viren sind bei einem direkten Vergleich, wenn es um die Robustheit und die Überlebenschancen geht, uns evolutionstechnisch weit überlegen. Diese Sicherheit, in der wir uns wägen, ist trügerisch. Nur die Menschen mit klarem Verstand, mit Demut und hoher intrinsischer Motivation werden ihr Erbgut dauerhaft weitergeben. Wenn ein Hase und ein Fuchs um die Wette laufen, dann läuft der Hase meist relativ schneller als der Fuchs, weil der Hase um sein Leben rennt und der Fuchs nur für ein Abendessen. Kein Hase, der das Rennen gegen einen Fuchs verloren hat, der hat sein Erbgut jemals weitergegeben. Der Hase, der entkommt, der leistungsfähig und eine höhere Motivation hat, der kreiert neue Generationen. Man mag zwar jetzt bei uns Menschen denken, ja, wir helfen uns doch irgendwie alle und auch genetisch veraltete Menschen überleben ja trotzdem. Wir denken sehr an einen Zeitraum von ein paar Generationen, von Hunderten von Jahren. Wir müssen in Zehntausenden von Jahren, von Millionen von Jahren denken. Und es war noch nie so und es wird auch noch nie so sein, dass die sich nicht weiterentwickelte Genetik einer Art überdauert.
Und schaut Euch die Zivilisationskrankheiten der Neuzeit an. Macht Euch die Welle an durch Mikroorganismen hervorgerufene Schädigungen bewusst. Beobachtet die Entartungen, die Krebsgeschwüre durch nicht angepasste und wider der Natur handelnde Menschen entstehen lassen. Die Leute sterben immer früher an Krebs. Sagt nicht, wir kriegen alle durch. Schlechte Genetik stirbt weg. Langfristig. Ich prognostiziere, dass der Prozess des immer früher durch schwere Krankheiten sterbenden Menschen sich immer weiterentwickelt, bis Träger schlechten Erbguts gar nicht mehr fähig sind, Kinder in die Welt zu setzen und diese sofort nach der Geburt dann vielleicht auch erkranken oder beziehungsweise nicht und, sondern wenn sie denn nicht Träger solches Erbgutes sind, was keine Kinder produzieren kann, aber diese Kinder aufgrund des Erbguts dann relativ schnell erkranken, weil sie sich nicht mehr anpassen können. Ne? Egal wie sehr wir uns wünschen, alle Menschen gesund halten zu können, das wird nicht passieren. Nur die Besten werden wie bei jeder anderen Art sich auch durchsetzen und ihre Genetik weitergeben. Und ja, derzeit befinden wir uns an der Schwelle einer geistigen Evolutionsstufe. Denn wir haben realisiert, dass wir uns nicht mit Muttermilch einer anderen Rasse ernähren müssen, dass der massenhafte Konsum von Fleisch Krankheiten forciert, dass der Konsum der Periode anderer Lebewesen einfach ja, nur suboptimal ist. Nein, nicht jeder Veganer lebt gesünder, aber nur ein Veganer hat die Chance sich optimal zu ernähren, weil er den ganzen Scheiß weglässt. Ein Veganer hat die Chance zu den 5% zu gehören, die für den Erhalt einer Art zuständig sind. Es gibt keine Gründe mehr für den Fleischkonsum. Die Informationsgesellschaft hat innerhalb von 2 Jahrzehnten alles fachlich aufräumen können. Ist noch nicht alles durchgedrungen bis in die Medien, in die Köpfe der Menschen, aber wissenschaftlich ist eigentlich alles fachlich ausgeräumt, dass es zumindest keinen wirklichen Grund mehr gibt, Fleisch zu konsumieren. Der Satz der Roten Königin, der ging sogar noch weiter. Nachdem die Rote Königin Alice erklärt hat, sie müsse so schnell rennen, wie sie kann, wenn sie am selben Fleck stehen bleiben will, in unserer, bei uns jetzt gesprochen, die Spitze der Nahrungskette und auf der Erde lebend, da fügte sie noch etwas hinzu. Und um woanders hinzukommen, da muss man noch mindestens doppelt so schnell rennen. Und damit wären wir dann bei der vegan vollwertigen Rohkost. Also, wo seht ihr Euch?